Sie sind hier, 6. November 2018, 15.15 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sergio Gomez trifft mit Borussia Dortmund in der Youth League auf Atletico Madrid. Urheberrecht Alexandre Simoes. Für den BVB-Nachwuchs ist das Spiel gegen Atletico bereits ein vorgezogenes Finale. Bei einer erneuten Niederlage wäre die Mannschaft so gut wie ausgeschieden. Für Borussia Dortmund geht es in der UEFA Youth League bereits um alles. Am vierten Spieltag trifft der Nachwuchs des BVB auswärts auf Atletico Madrid. UEFA Youth League, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, ab 16 Uhr im Livestream und im Live-Ticker. Mit gerade einmal einem Punkt aus den bisherigen drei Partien steht die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann aktuell auf dem letzten Platz in der Gruppe A. Eine weitere Niederlage wäre praktisch gleichbedeutend mit dem Vorrundenaus. Tabelle der Youth League. Im Hinspiel vor zwei Wochen agierten die Schwarz-Gelben lange Zeit auf Augenhöhe mit den Colchoneros und mussten sich am Ende denkbar knapp mit 3:4 geschlagen geben. Umso mehr dürfte die Mannschaft auf eine Revanche sinnen. Allen voran Sergio Gomez dürfte auf das Duell mit seinen spanischen Landsleuten brennen. Der 18-Jährige aus dem erweiterten Bundesliga-Kader legte im ersten Aufeinandertreffen ein Tor vor, wartet bislang aber noch auf sein erstes eigenes Erfolgserlebnis. Schalke hofft auf ersten Sieg gegen Galatasaray. Auf der Gegenseite gilt es, das Sturmduo Sergio Camello und Ruben Del Campo besonders zu beachten, die bislang für 4 der 7 Treffer sorgten. Spielplan der Youth League. Ebenfalls mit dem Rücken zur Wand steht der Nachwuchs des FC Schalke 04. Wie der ungeliebte Revier-Nachbar haben auch die Knappen erst einen Zähler auf dem Konto. Daher soll gegen Galatasaray Istanbul der erste Sieg gelingen. UEFA Youth League, FC Schalke, Galatasaray Istanbul, ab 18 Uhr im Live-Ticker. So können Sie die Youth League live verfolgen. Livestream, sport1.de, Live-Ticker, sport1.de. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.